Warte, warte, Francine, noch nicht schlafen. Ich hab dich noch gar nicht gefragt, wie dein Tag war. Wahnsinnig witzig, Stan. Nein, ganz im Ernst, ich will's wissen. Wie war dein Tag? Naja, ich hab ihn einfach nicht gespürt, weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht, aber ich will es wissen. Erkläre es mir. Ah. Dann hat sie gesagt, dass sie das gar nicht gesagt hat. Zu keiner von uns beiden. Und schon gar nicht zu ihr. Nicht zu ihr, ist ja klar. Ach, und Francine, ich bin sowas von bereit für deinen Zuhörtest. Stan, wir haben keine Zeit für einen Test. Ich will dich und zwar sofort. Und ich dich. Aber erstmal muss ich pinkeln. Meine Innereien winden sich wie liebestolle Aale. Was machst du mit mir, Hasenmuckel? Oh, Stan, pinkel schnell. Badezimmertelefon? Haben Sie das Estrozilin etwa schon genommen? Warum gibt es ein Problem? Oh mein Gott, Sir! Entweder bin ich verrückt geworden oder ich habe mich in eine Frau verwandelt. Wo ist der Unterschied? Hey, Drecksmacho! Stan! Jetzt komm endlich aus dem Bad und besorg's mir! Ich habe schon Kopfschmerzen von dem ganzen Rumgeschrei. Nicht, dass ich dich übertrumpfen will, aber ich habe Kopfschmerzen von meiner veränderten Schädelform. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Ich habe nur eine Pille genommen, aber die Frau aus dem Labor hat nichts über die empfohlene Dosis oder mögliche Nebenwirkungen gesagt. Das Allerwichtigste dabei ist, dass Sie nur eine halbe Pille nehmen. Eine ganze Pille würde Sie nach kurzer Zeit in eine Frau verwandeln. Wissen Sie was? Ich mache die Pillen in Zukunft kleiner. Erhöht massiv die Aufmerksamkeit für weibliches Gesülze. Ach so, deshalb hast du mir so aufmerksam zugehört. Es tut mir leid, ich wollte einfach nur ein besserer Ehemann sein. Kriege ich keine Punkte fürs Mühe geben? Ach, doch, ich denke schon. Oh, Stan, keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Sind deine Möpse größer als meine? Ich würde sagen, nur anders. In der Größe. Also, Lesben? Lesben? Nein, nein, mach das nicht. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich mach mal das. Hey, au, au. Stan, was machst du da? Ich weiß nicht, aber es fühlt sich an, als würden wir versuchen, ein Feuer zu machen. Das funktioniert nicht. Nun ja, ich fürchte, solange bis die CIA dich wieder umgewandelt hat, war's das mit dem Sex. Wir sind uns einig, dass wir keine Lesben sind. Sagen wir es den Kindern. Kinder, wir sind keine Lesben. Wir haben es versucht, aber es ging einfach nicht. Bitte hört auf, mich damit reinzuziehen. Ich bin doch ein Kind.